Der gezogene Strudelteig ist eine österreichische Spezialität. Man kann ihn pikant oder süß füllen. Für den gezogenen Strudelteig brauchen wir Weizenmehl glatt, lauwarmes Wasser, Salz und Öl. Ich gieße mir jetzt da in das Mehl das Wasser dazu, gebe Salz ein, das Öl dazu und mische das jetzt gleich schön mit den Händen durch. Jetzt tue ich mir das auf die Arbeitsfläche. Und kneten jetzt mit beiden Händen schön durch. Wenn der Teig zu klebrig ist, noch ein bisschen Mehl dazugeben, dass man schön bearbeiten kann. Der Teig ist fertig. Wenn er leicht glänzt, dann gebe ich ihn auf den Teller. Dann ein bisschen mit Öl einstreichen, damit er nicht die Haut kriegt. So. Und dann tut man mit Frischhaltefolie zudecken und für eine halbe Stunde im Kühlschrank zum Rasten stellen. Jetzt nehmen wir aus dem Kühlschrank, tun uns auf die Arbeitsfläche, ein bisschen Mehl drauf, damit das nicht kleben bleibt. Dann tun wir zuerst ein bisschen ausrollen. So, immer schön von der Mitte nach außen. Und jetzt nehmen wir vorsichtig in die Hände. Und ziehen schön, vorsichtig. Wichtig dabei ist, ja nicht die Finger nach oben halten, sondern immer schön nach innen. Auf das muss man achten, weil sonst wundert man sich, dass auf einmal ein Loch drin ist. So schön lang ziehen, es soll nicht reißen. Und man sollte nachher zum Schluss, wenn er fertig ist, auf das Strudeltuch durchsehen. Das legen wir uns einmal auf, dann schauen wir mal her. Und jetzt ziehen wir noch diese Ränder schön vorsichtig auseinander. Wer zu Hause ein Strudelbrett hat, tut sich dort noch ein bisschen leichter, weil ein Strudelbrett hat einen Rand und da kann man noch den Teig schön drüber legen. Der ausgezogene Strudelteig kann jetzt pikant oder süß gefüllt werden.